Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Heute bauen wir einen T-Switch und dabei ist wieder Shemtek. Hallo. Moin. Und meine Wenigkeit, der Kurze. Ja, und dann kannst du ja erstmal vielleicht zeigen, was ein T-Schalter ist. Zeig mal gleich, was das bringt hier. Am Beispiel der Türen. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Tür mit einem Knopf. Drückt man halt auf den Knopf, die Tür geht auf, die Tür geht wieder zu. Hier haben wir dann eine Tür, da drückt man auf den Knopf und die Tür bleibt offen. Und wenn man nochmal drückt, geht die Tür wieder zu. Ui. Und den Mechanismus dahinter versuche ich euch jetzt zu erklären. Okay, warum hat es noch kurz T-Schaltung? T-Switch? Das Ding heißt T-Switch oder T-Flip-Flop, weil im Prinzip geht, wenn man von dieser Fackel hier ausgeht, geht ein Redstone-Signal in eine Richtung. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist an oder es ist aus. Und dieser T-Flip-Flop gibt entweder das Signal nach links oder rechts aus. Das kann man hier auf diesem einen Block jetzt schlecht zeigen, aber es ist halt diese Maschine da, die das Signal entweder nach links oder nach rechts in diesem Fall ausgibt. Also links heißt zum Beispiel aus, rechts heißt an. Ja, in diesem Fall jetzt andersrum, aber ja. Ja, okay. Genau. Gut, es gibt halt an oder aus. Dann zeig uns mal, was du hier Schönes gebaut hast. Geht am einfachsten, wenn ich das hier einfach mal nachbaue. Mhm. Ich setze einfach mal den Knopf genau wie auf der anderen Seite an diesen Block hier ran. Und nimm dann das Signal hier raus. Führe es hier hoch über so ein L. Kleines L. Baue dann zwei Pisten darunter, die einen Abstand von 2 haben. Setze an den linken Pisten einen Block ran. Schlage den Block hier raus, setze eine Fackel dorthin und führe das Signal hier wieder raus. Jetzt könnte ich es hier um die Ecke führen, wieder da vorne zur Tür, dass die Tür aufgeht. Oder ich lasse es hier erstmal liegen. Und jetzt muss ich noch 3 Fackeln setzen über jeden Pisten. Eine Fackel und eine hier oben drauf. Schon ist das Ding aktiv. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, geht das Signal an und das Signal wieder aus. Okay, alles klar. Also die Fackeln sind sogar hier die T-Dinger. Also die Endstücke vom T, so gesagt jetzt. Genau. Okay, da kommt das Signal dann an. Ja, also das kann man natürlich dafür verwenden, aber ich habe mir ja auch noch was überlegt. Das möchte ich noch mal kurz gern zeigen. Das ist mir jetzt dazu eingefallen. Also ich würde das dann vielleicht auch für Kisten zu verstecken benutzen. Also ich habe jetzt hier unten dann eine Kiste versteckt. Dann habe ich hier so ein bisschen Schnieke. Also hier hinten, das hier ist auch aus. Moment, auch ausgedöhnt hier. Ist das egal? Ja, ne? Der Grundstoff ist egal. Ne? So, jetzt habe ich hier so ein Ding. Ja, und dann geht da meine Kiste auf und dann kann ich hier auch rausnehmen meine Kisten. Und das auch mit dem Schalter. Den Schalter kann ich natürlich herumlegen und dann bis hier. Dann haben wir auch noch, können wir kurz die anderen Sachen zeigen? Kurz hier rüberfliegen? Eine sinnvolle Verwendung wäre zum Beispiel für so ein Burgtor. Da drückt man auf den Knopf, dann geht das Burgtor auf und drückt wieder auf den Knopf und dann geht es zu. Ja, wie man hier das Burgtor baut, seht ihr in allen anderen Tutorial. Das ist einfach nur, ihr müsst nicht diesen großen Hebel bauen. Eigentlich ist es, die Grundaussage ist dazu eigentlich zu sagen, dass ihr braucht diesen Knopf. Dieser Knopf ist schöner und baut diese ganze Redstone-Technik dahinter, anstatt ihr einfach einen Hebel nimmt. Das war eigentlich die Grundaussage davon, oder? Genau. Ja. Und okay. Dazu kann man vielleicht auch nochmal hier rüber gehen. Man kann hier einfach diesen Knopf sehr schön verstecken. Man müsste jetzt theoretisch jeden Schalter durchprobieren oder jeden Knopf durchprobieren, bevor man den richtigen findet, dass hier etwas passiert. In dem Fall jetzt. Ja, cool. Das seht ihr auch in einem anderen Tutorial. Ja, dann gibt's noch etwas zu sagen. Eigentlich nicht mehr, oder? Nö, das war alles. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Shemtek. Ja, wie immer gern geschehen. Und dann viel Spaß beim Nachbauen und beim Minecraft-Zocken. Ciao.
Hier sind noch zwei weitere Tutorials von mir. Das obere World Edit einfügen, kopieren, drehen und das untere Vocal Sniper, wie baue ich einen Riesenbaum. Wenn euch das Video gefallen hat, unterstützt mich und zeigt mit einem Däumchen hoch, dass euch das Tutorial gefallen hat, und für aufs Neueste zu bleiben, einfach direkt abonnieren.